Hallo zusammen, ich bin René Donclaude. Ich bin Synchronschauspieler, / Sprecher, Dialogbuchautor und Dialogregisseur. Man kennt mich unter anderem als John Krasinski, als Jack Ryan in der gleichnamigen Serie auf Amazon von Tom Clancy, als Donald Glover in Solo, A Star Wars Story, als Lando Calrissian und als Detective Sergeant Jamie Winter, der gute Schauspieler heißt Nick Hendricks, bei Inspektor Barnaby. Morgen fährst du nach South Beach und schnappst dir ein Auto in Garys Garage. Er weiß schon Bescheid und bereitet etwas vor. Die Zielperson landet 11.25 Uhr am Flughafen Gate A. Von da an weißt du genau, was zu tun ist. Keine Zeugen. Wie bist du zum Synchron gekommen? Also, meine Faszination für Stimmen, die habe ich schon seit ich klein bin. Also, ich habe damals schon Hörspiele rauf und runter gehört, fand ich ganz große Klasse. Angefangen bei Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, TKKG, die drei Fragezeichen. Ganz großes Ohrkino. Und ich war dann schon sehr früh ehrgeizig, indem ich selber kleine Geschichten, Hörspiele, was auch immer aufnehmen wollte. Also ich weiß gar nicht mehr, ob es diese Aufnahmen überhaupt noch gibt. Ich hoffe nicht, vielleicht finde ich sie ja doch noch. Habe ich selber Dinge aufgenommen, um mich selbst zu entertainen, zu bespaßen. Ich war bloß so schlau und habe dann nicht leere Blankokassetten genommen, sondern habe dann teilweise die Original-Hörspiele überspielt. Also Sammler schreien jetzt wahrscheinlich auf, aber als Kind macht man nun mal viele dumme Dinge. Und auch so im Synchronbereich habe ich immer auf Stimmen geachtet, also vertraute Stimmen, da habe ich auf Kontinuitäten geachtet. Beispielsweise gab es in den frühen 90ern oder späten 80ern einen Trickfilm, der hieß Comic Stars gegen Drogen. Und das war eine Anti-Drogen-Kampagne, noch anmoderiert von Helmut Kohl, wo dann Alf, Bugs Bunny, Garfield, die Chipmunks, die Schlümpfe dazu animieren, keine Drogen zu konsumieren. Und unter anderem war da auch Michelangelo von den Teenage Mutant Ninja Turtles oder Hero Turtles. Und der hatte nicht seine originale Stimme aus der Serie. Das war damals nicht Lutz Schnell. Und das hat mich unfassbar geärgert. Also das hat mich gestört, hat mich rausgerissen quasi. Und beruflich, professionell das Sprechen habe ich relativ spät erst für mich entdeckt. Ich glaube, so mit 18 fing ich an, auch so zu schauen, wer spricht was, wer spricht womit, kann ich das denn nicht auch, wo lernt man das? Habe mich fortgebildet, habe ein Schauspielstudium gemacht, da zog es mich dann raus aus dem schönen Bochum nach Hamburg und bin dann beruflich in Berlin gelandet. Und ja, vor 12 Jahren habe ich quasi angefangen etwa zu sprechen regelmäßig. Seit 6 Jahren lebe ich davon und seit gut 3 Jahren bin ich auch als Dialogregisseur und Dialogbuchautor tätig. Kannst du dich an deine erste Synchronrolle erinnern? Die erste größere Rolle war damals, glaube ich, Flatmania bei Nickelodeon. Das war eine ganz lustige 2D-animierte Geschichte mit so Pappfiguren. Handelte von einem Jungen, der in Comicwelten abdriftet, mehr oder weniger unfreiwillig. Wie wurdest du die Stimme von Donald Glover als Lando Calrissian in Solo, A Star Wars Story? Das ist lustigerweise auch durch großen Zufall entstanden. Ich bekam den Anruf einer Aufnahmeleiterin. Ja, hi René, ich habe hier die Empfehlung bekommen. Und man kennt das ja, wenn man am Telefon ist, spricht man meist ein bisschen höher, man ist ja so gerade in Eile und dann so, ah, hi, grüß dich, na, alles klar. Und dann meinte die gute Dame so, oh, ja, du sollst hier so einen Dunkelhäutigen sprechen, aber jetzt, du klingst gerade so hoch. Und ich so, ja, ich kann auch tiefer, ich kann auch ruhiger sprechen, keine Sorge, lass uns das doch mal ausprobieren. Das war für einen Trailer, für einen Indie-Hip-Hop-Film, ich glaube, er hieß Patty Cakes. Und da habe ich das erste Mal live den Regisseur Björn Schaller kennengelernt. Wir kannten uns vorher telefonisch, weil ich ihn mal für eine Serie gewinnen wollte. Da konnte er aber zeitlich leider nicht. Naja, und dann haben wir uns ein bisschen rangetastet. War super cool. Und dann meinte ich auch so, ja, war das denn okay? Und bin gerade ein bisschen nervös, weil du machst ja so viele coole Sachen. Ich finde deine Stimme auch total cool und geil. Und er so, ach, brauchst gar nicht nervös sein. Und er sagte dann so, weißt du was, ich habe da eine Idee, du wirst in die Hosen scheißen. Ich so, ja, lass ihn mal labern, versprich dem jetzt mal nicht zu viel davon. Ja, und tatsächlich dann ein paar Monate später durfte ich dann in dem ersten Trailer, das war sogar ein VR-Trailer, ganz toll, tatsächlich den hochbegabten Donald Glover sprechen für den ersten Trailer.
Und ich bin es dann letztendlich auch im Film geworden, was super cool war. Es gab auch von Disney keine Anweisung, also keine Korrigierung, die Rolle anders anzulegen. Wir haben das echt gut geschafft. Und es hat so Spaß gemacht, also weil das einfach ein klasse Schauspieler ist. Der hat es super vorgelegt. Wie war es für dich, in die Fußstapfen von Sprecher Frank Glaubrecht zu treten, der den Lando in den alten Star Wars Filmen sprach? Also ich hatte den Heimvorteil, dass Donald Glover da schon astrein gemacht hat. Der hat sich ja wiederum von Billy Dee Williams inspirieren lassen. Und ja, man kann wirklich sagen, he nailed it, Punktlandung. Und Frank Glaubrecht hatte ich tatsächlich immer im Hinterkopf. Es gab aber bei den Aufnahmen nicht die Prämisse, du musst jetzt so tönen. Weil, sind wir ganz ehrlich, Frank Glaubrecht, der hat so eine brillante, markante Stimme. Und ich bin froh, wenn ich eines Tages nur halb so gut bin wie er. Habe ich im Hinterkopf gehabt, ich musste aber nicht eins zu eins ihn imitieren. Das war dann schon ganz gut, aber ich habe es im Hinterkopf gehabt und klar, ist eine große Ehre. Aber ich habe mich bei den Aufnahmen eher an die Performance von Donald Glover gelegt. Du bist die Stimme von John Krasinski als Jack Ryan in der gleichnamigen Amazon-Serie. Wie kam es dazu? Relativ unspektakulär. Ich wurde zu einem Casting eingeladen. Und ich habe dann nicht sonderlich viel beachtet, als ich die Dispo gelesen habe, nur so Jack Ryan, ah okay, es geht um Politik und Action und Nahe Osten, aber ich habe mich dann in dem Moment noch nicht weiter damit beschäftigt. War es während der Produktion abzusehen, dass Amazon die Serie Jack Ryan so stark bewirbt? Im Nachhinein wurde die Werbetrommel ordentlich gerührt. Die Casting-Szene war auch relativ unspektakulär. Da war er auf so einer Party und war am Flirten mit der jungen Doktordame. Aber ich habe es dann im Laufe der Produktion immer mehr mitbekommen. Die Action-Sequenzen, die waren richtig klasse. Und ich habe dann auch gemeint, ey, lass mal ein bisschen laufen. Ich will mal gucken, wie es weitergeht. Das war schon ein klasse Ding. Wie waren die Aufnahmen zur Serie Jack Ryan? Die Aufnahmen haben Spaß gemacht, waren aber auch nicht ohne. Jack Ryan ist ja bekanntlich Analyst, ein Zahlen-, Daten- und Faktenfreak, hochintelligent. Und der hatte dann natürlich auch schon mal so richtige Klopper. Gerade auch, wenn er sich vor den ganzen Politikern, teilweise auch vor dem Präsident behaupten muss mit seinen Thesen. Das muss dann schon sehr eloquent klingen. Und er ist aber wiederum auch ein sehr cooler, gelassener und freundschaftlicher Typ, also ein Kumpeltyp, und gibt sich auch gerne so mit jüngeren Arbeitskollegen, gibt denen so Tipps für Wettspiele. Und ich finde, den Schauspieler John, ich kannte ihn vorher aus The Office, war mir aber gar nicht bewusst, dass er das damals war. Und er schafft den Spagat super, so eine sehr moderne Neuinterpretation. Vorher waren das ja auch Größen wie Harrison Ford, Alec Baldwin und das ist alles sehr modern für die heutige Zeit, wurde das umgesetzt. Ursprünglich hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass mich die Serie fesseln würde, also ist jetzt nicht unbedingt mein Genre. Aber dann so bei den Aufnahmen, bei den Action-Sequenzen meinte ich dann auch so, ey, lass noch mal länger laufen, das will ich mir jetzt mal genauer angucken. Das ist gerade ziemlich spannend, gerade auch, weil die Bösewichte alles andere als ein- oder zweidimensional sind. Man fiebert mit beiden Seiten so ein bisschen mit. Wie hast du dich auf die Synchronarbeit an Jack Ryan vorbereitet? Nein, gar nicht. Also ich habe dann ein bisschen im Internet geguckt. Wie gesagt, dass es davor schon andere Filme dazu gab, Kinofilme. Das ist jetzt, glaube ich, auch die erste Serie. Das Tom Clancy-Universum war mir jetzt lustigerweise auch nur durch die Videospielreihe Rainbow Six bekannt. Sonderlich groß vorbereitet habe ich mich aber nicht. Was für mich interessant war, John Krasinski ist jetzt 39, ich bin 35, dato 2018, und meistens spreche ich doch nach wie vor die Jungspunde, die Flippigen, so die älteren Teenager, auch im Trickbereich, spreche ich sehr hoch und flapsig, während bei Jack Ryan habe ich ganz normal männlich tief gesprochen, klar, jetzt natürlich ohne zu chargieren oder zu drücken, sagt man ja auch ganz gerne. Und das war angenehm. Das ist natürlich auch ein geiles Spielalter. Das hat Spaß gemacht. Du gehörst zur jüngeren Generation deutscher Synchronsprecher. Hast du viel Kontakt zu erfahrenen Kollegen? Direkt nebeneinander am Sprecherpult heutzutage leider so gut wie gar nicht mehr.
Da wir ja in den Zeiten des X-ens leben, des bekannten X-ens, wo die Kollegen einzeln bestellt werden, nicht mehr gemeinsam disponiert werden, was ich unfassbar schade finde, weil nur so lernt man richtig voneinander, finde ich. Also gerade das ist dann ja auch so die Schwierigkeit, wenn man mit dem Synchron anfängt. Du verlässt dich voll und ganz auf die Regie und den Tonmeister wegen der Anschlüsse, aber es geht echt viel verloren, weil man sich keine kleinen Bälle mehr zuwerfen kann gegenseitig. Von daher lernen tue ich, wenn ich spreche, dann wie gesagt nur von den Regisseuren. Oder der Vorteil ist, wenn ich Regie führe, habe ich inzwischen auch schon viele Kollegen am Mikrofon bei mir gehabt und schaue mir da so manche Kniffe ab und lausche deren Anekdoten und Geschichten. Das ist immer ganz toll. Wie stehst du generell zur Frage des X-ens? Ja, wie schon gesagt, ich finde es extrem schade, weil man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich gegenseitig kleine Bälle zuzuspielen. Dadurch wirken viele Szenen, wenn man sich anguckt von damals, wo nicht geX wurde, wirken viel lebendiger und es ergeben sich dann manchmal spontan auch Dinge, mit denen keiner gerechnet hat und die super funktionieren, die das Ganze noch bereichern, das Produkt aufwerten. Ich habe zumindest den Vorteil, dass ich viele Kollegen auf der anderen Seite der Scheibe als Regisseur kennenlernen kann, mit denen arbeite. Klar, ich gebe dann meistens noch eher den Takt an, was sie zu tun haben, aber dann gibt's ja doch so kleine Kniffe und Tricks, die ich mir dann bei denen so klauen kann. Und es macht auch unglaublich Spaß, deren Anekdoten zu lauschen. Aber ansonsten, klar, wäre es natürlich schön, gemeinsam mit anderen Kollegen am Mikrofon zu stehen, weil so oftmals auch tolle Freundschaften entstehen können. Du sprichst auch viele Trickcharaktere, zum Beispiel im Anime Fairy Tail. Wo besteht für dich der Unterschied zwischen Trick- und Realfilmsynchro? Bei Trickfilmen ist es handwerklich dankbarer und einfacher aufgrund der Präsentation und Gestaltung der Lippen. Weil gerade auch im japanischen Bereich, bei den Animes, hat man ja nur Schnabel auf, Schnabel zu. Ausnahmen bestätigen die Regel. Du hast keine Labialen, auf die du sonderlich achten musst. Während bei Real, da spielen so viele Faktoren mit ein. Wie sehr zittern die Lippen? Wie sehr reißt er sein Maul auf? Was macht er mit seinen Schultern? Was macht er mit seiner Brust? Was spiegelt sich in seinen Augen wieder? Atmet er langsam? Atmet er schnell? Das sind viel mehr Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Allerdings erklärt sich vieles auch von alleine, wenn du eine gute Vorlage hast, wenn du einen guten Schauspieler hast. Norbert Gastel, Gott hab ihn selig, meinte auch mal, es ist schwieriger, einen schlechten Schauspieler zu synchronisieren, weil klar, du kannst es dann theoretisch nur besser machen als er, aber dann oftmals so, fuck, was mache ich denn jetzt? während bei Zeichentrick kann, beziehungsweise muss, finde ich, muss man volle Möhre geben, man muss... Von der Dynamik ist das viel schneller, kräftiger, es wird gebrüllt und da gibt es keine halben Sachen. Gerade auch, wie gesagt, bei den Animes sind die Fans, die sind so kritisch, die beäugeln das ganz genau, wie das gemacht wird bei uns. Und da muss man sich schon Mühe geben. Also mir macht beides gleich viel Spaß, aber es ist beides nicht ohne. Du leihst auch zahlreichen Videospielcharakteren deine Stimme. Was ist das Besondere an Aufnahmen für die Games-Industrie? Heutzutage muss ich leider ein bisschen wehleidig vor mich hin jammern. Es wird immer schneller. Also bei Videospielen, beim Synchron, vergleichsweise beim Synchron macht man so 30 Takes die Stunde, 35, wenn man sich Zeit nimmt, auch nur 25. Während bei Videospielen geht es los bei 50, 60, je nachdem, was für Beschränkungen es da gibt, sind die Time Constraint, also müssen die ein bestimmtes Tempo haben, kommt man bis zu 100 Lines die Stunde hoch. Und mir macht es unglaublich Spaß, weil ich selber auch, wie man an meinem T-Shirt schwer erkennen kann, selber leidenschaftlicher Zocker bin. Mir macht es unglaublich Spaß, mitzuwirken. Bloß in den letzten Jahren merkt man dann doch, es muss alles immer schnell gehen, möglichst günstig. Manchmal hat man das Glück, dass man Starstimmen ranholt, weil bei vielen Projekten gab es im Original ja auch Motion-Capture-Aufnahmen mit großen Namen wie William Dafoe beispielsweise bei Two Beyond Souls. Aber leider doch, wenn es geht, wird gespart und das finde ich sehr, sehr schade. Also das ist teilweise gar kein Vergleich, was im Original erarbeitet wird, während dann im Deutschen wird das manchmal wirklich so
dahingerotzt, muss ich leider doch feststellen, was ich äußerst bedauere. Schaust du dir Filme oder Serien an, in denen du zu hören bist? Teils, teils. Also kann, glaube ich, sagen, Lando beispielsweise war meine erste größere Kinohauptrolle. Da war ich auch im Kino, wollte ich erst nicht, denkst, ach nee, komm, ist ja vielleicht ein bisschen zu selbstverliebt, aber ich wurde dann quasi hingeschleppt von Freunden und das hat sich dann doch auch gelohnt. Während ich beispielsweise Jack Ryan noch nicht gesehen habe, das wollte ich dann wahrscheinlich so in einem Rutsch durchsuchten wahrscheinlich. Also früher, klar, habe ich alles aufgesaugt und geguckt, ah, wo war ich denn mit dabei in so einer kleinen Rolle und so. Aber oftmals fehlt mir dann doch die Zeit, mir dann nochmal alles komplett reinzuziehen. Also mal so, aber meistens eher weniger. Leidest du mit deinen Rollen mit? Definitiv. Also ich glaube, richtig losrollen am Mikrofon muss ich bisher nicht. Aber manchmal, wenn ich dann zurückdenke, dann doch, oder auch gerade in dem Moment, du zitterst am ganzen Leib, du schwitzt, du hast selber auch Tränen in den Augen, einen Frosch im Hals, bei ganz sanften, zarten Liebesszenen, wenn jemand stirbt, definitiv, das gehört ja auch dazu, sich richtig reinzufinden. Klar gibt es auch Jobs, da machst du dein Ding, du rufst schnell was ab, holst dir was aus deiner Schublade und performst, aber gerade auch so bei Geschichten, die dich persönlich berühren, weil die dich an irgendetwas erinnern aus deinem Leben, an ein früheres Kapitel, klar, das geht mir sehr nahe. Ist eine Schauspielausbildung für die Synchronisation zwingend erforderlich? Zwingend erforderlich nicht, nein. Ist aber unbedingt ratsam. Also ich kann jetzt von meiner Warte aus sagen, ich hatte ein Schauspielstudium, sage ich auch ganz ehrlich, das war nicht sonderlich gut, habe mich aber davor, währenddessen und danach immer weiter fortgebildet. Also privater Unterricht ist sehr gut bei gescheiten Dozenten, die selber auch aus der Branche kommen. Aber wie gesagt, in meinem Falle war es einfach so, dass ich immer praxismäßig unterwegs war. Und das ist ja so die Krux in unserem Beruf. Man kommt nur rein, wenn man schon was vorzuweisen hat. Aber was Gescheites vorweisen kann man ja auch nur, wenn man besetzt wird. Aber wie soll man besetzt werden, wenn man noch keine Erfahrung hat? Also es ist so ein Teufelsschwanz. Und ich sag nur generell, haltet euch bitte bloß fern von größeren privaten Institutionen, die euch versprechen, in wenigen Wochen Synchronsprecher zu werden. Es ist kein geschützter Beruf. Man kommt heutzutage leichter rein als früher. Was aber auch so an dem Überangebot an Produktionen liegt, die vertont werden müssen. Und man kann behaupten, ja hier, ich spreche da und da eine Hauptrolle, aber was ist denn das für eine Produktion, wie gut wird das denn bezahlt? Das ist dann schon schwierig. Aber nein, man braucht nicht zwingend eine Schauspielschule, aber man sollte auf jeden Fall eine genossen haben. Welche Schauspieler sprichst du am liebsten? Da habe ich bis jetzt keine klaren Favoriten. Ich kann natürlich gerne nochmal Donald Glover anführen als Lando, weil er das hat so Spaß gemacht, dieser immer so leicht verschmitzte Gentleman, Charmeur, Schlitzohr. Und dem würde ich auf jeden Fall nach wie vor gerne widersprechen. Muss man natürlich auch einfach schauen, was er in Zukunft auch noch performt, weil dieser Mann, der ist so talentiert. Er ist Schauspieler, er ist Stand-Up-Comedian, er ist Drehbuchautor und Regisseur, glaube ich, auch. Und dann muss man einfach sehen, abhängig vom Projekt, ob das dann auch zu mir passt. Aber da wäre ich natürlich gerne wieder am Start. Und also ich nehme alles, was kommt und freue mich, wenn ich mich bei irgendeinem begabten Kollegen als Feststimme etablieren könnte. Auf welche Arbeit bist du besonders stolz? Wenn es nach Regie gehen würde, dann würde ich doch ganz klar sagen Attack on Titan bzw. Shingeki no Kyojin. Da habe ich wirklich, es war ein sehr warmer Sommertag im Mai oder Juni und ich habe trotzdem am ganzen Leib gezittert, wo ich die Anfrage per Mail bekommen habe und ich habe lauthals geschrien, wie geil ist das denn? Also das ist natürlich das Schönste, wenn man Projekte betreuen darf, wo auch noch so ganz viel Herzblut drin steckt. Man sich da volle Kanne mit identifizieren kann, man das schon vielleicht vor ein paar Jahren im Original gesehen hat und dann seine Vision größtmöglichst verwirklichen kann. Das war schon ganz cool. Aber ja, und natürlich Star Wars und jetzt Jack Ryan, das sind schon natürlich geile Dinger. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie auch schon vorhin angesprochen bei Videospielen und aber auch generell fürs Synchron, dass ich
möglichst noch mehr Zeit genommen wird. Wir leben in Zeiten durch Amazon, durch Netflix. Es ist ein Überangebot dank der Streamingdienste. Also es geht uns gut, wir haben unfassbar viel zu tun. Aber das Problem ist ja, es kommt immer mehr der Punkt, wo alle guten Leute, alle Sprecher, alle Regisseure, Texter, Tonmeister und Cutter, dass die gar keine Zeit mehr haben. Trotzdem muss aber etwas produziert werden und dann werden eher auf Firmen zurückgegriffen, die nicht so routiniert sind, wo auch gerne am falschen Ende gespart wird und das rächt sich dann auch. Also klar, nicht jeder Film muss jetzt die allergeilsten, allerbesten Stimmen haben. Gibt ja zweifelsohne auch C-Movies, da ist eine Synchro hübsches Beiwerk, aber dass das, ja, das Preisdumping nicht stärker wird, dass man sich trotzdem nach wie vor viel Zeit und Mühe gibt. Ein generelles Problem, glaube ich, auch, dass man mehr nach wie vor miteinander spricht, Kritik ausübt und nicht nur übereinander, dass man nicht lästert, sodass die Missgunst nicht noch stärker wird und die Ellenbogenmentalität nicht das Wichtigste sein sollte.